Aber egal, ich komme jetzt. Ich bin ready. Und ja, Jamo. Viel Spaß. Der Boxfight ist online. Geht alle drauf, geht alle drauf. Ihr wisst Bescheid. Gönnt euch. Let's go. Ich bin da und Jamo. Da vorne. Jamo! Leute, in der letzten Zeit sind so viele TikToker da draußen, die eine auf Internet-Rambo machen und boxen wollen. Bleibt lieber bei euren Jobs, denn TikTok ist das, was euch groß gemacht hat. Und ihr sollt jetzt nicht eine auf Boxer machen. Bleibt bei TikTok, macht geile Videos und geilen Content. Ciao. Freunde, weil es viele da draußen jetzt vielleicht immer noch nicht gecheckt haben, beziehungsweise die Leute, die schlau sind, haben es wahrscheinlich gecheckt. So. Letztendlich war diese ganze Aktion nur, um zu zeigen, dass TikToker lieber weiter geilen Content Leute unterhalten sollen, die Zuschauer unterhalten sollen, dass in Deutschland einfach weniger Hass herrschen soll. Was ist das in der Zeit? Ich höre nur noch, der will den boxen, der will den beefen, der will plötzlich mit, der ist plötzlich schon sauer irgendwie auf den. Leute, kümmert euch um euer Ding, supportet euch alle gegenseitig und macht einfach geilen Content. Diese ganze Boxerei, diese ganzen Ansagen. Wer seid ihr, dass ihr sowas macht? Ich meine, seit wann macht man sowas in Deutschland? TikTok war früher nicht so. Und es soll wieder so werden. Und das war einfach so eine Aktion, um TikTok Deutschland zu zeigen, so, Leute, kommt wieder auf den Boden und macht einfach einen nicen Content für die Community.